Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 wieder mit einem Commentary von Black Ops 2. Heute wollen wir mal über den Video Day 2013 sprechen. Und bevor ich das Thema hier mal ein bisschen tiefer in sich hineinfresse, oder dass wir das ein bisschen tiefer hineinfressen, wollen wir doch erstmal darüber sprechen, was überhaupt ein Video Day ist. So, ich schmeiß jetzt einfach mal hier live auf YouTube in die Runde Commander Krieger. Commander Krieger kennt ihr alle. Und ich denke mal, ihr habt das Video gesehen bei Commander Krieger über den Video Day 2013. Ja, erstmal, was ist der Video Day? Der Video Day ist ein Treffen von ganz großen YouTubern. Commander Krieger, YTT, Cold Mirror, zum Beispiel der Tutorial. Ja. Das sind große YouTuber und die sollten sich eigentlich treffen an so einem Video Day bei einer Arena. Da passen so 20.000 Leute rein. Und ja, eigentlich war dieses Treffen ja kostenlos. Eigentlich war es kostenlos. Aber na klar, da gab es ein paar Bonzen, die haben gedacht, hey, so viele Berühmtheiten. Also da gibt es bestimmt auch Leute, die zahlen da auch 16,99 € dafür. 16,99 €, das musstet ihr mal reinziehen. Das sind fast 40 Mark, D-Mark. Nur mal um, ja, jo, die YouTuber sozusagen gratis zu sehen. Also eine absolute Frechheit, sowas, so eine Menge zu verlangen. Also ich bin immer noch baff. Und ja, Kieler Junge 94 hat natürlich auch das zu seinen Senf gegeben. Sprachfehler. Hat auch natürlich auch so seinen Senf dazu gegeben. Und ja, der findet es natürlich absolut auch nicht in Ordnung. Findet das natürlich auch eine Sauerei. Und ja, man müsste einfach mal seinen eigenen Video-Day planen. Ich denke mal, Commander Krieger, der hat natürlich schon genug Einnahmen durch YouTube. Wenn Kieler Junge 94, YTT und alle großen YouTuber da was mitsponsoren sozusagen, ja, dann müsste doch eigentlich der Video-Day stattfinden. Auch ohne Eintritt, finanziert halt eben von den YouTubern. Das wäre ja auch was. Das wäre richtig krass. So, jetzt habe ich eine Host Migration noch drin. Und das ist einfach meine Meinung. Das kann nicht sein, dass man so viel verlangt. Und ich will einfach mal eure Meinung wissen, was ihr davon haltet, wenn man 16,99 € verlangt für einmal vielleicht Commander Krieger die Hand zu schütteln. Jo, das war's wieder von eurem YouTube Gamescom. Und ich habe hier gerade noch eine Migration drin. Und bis dann. Ciao.